ist Ronja und wie ihr vielleicht schon im Titel erkennen könnt, ist was ziemlich Verrücktes passiert. Und zwar, mein Minecraft-Account ist weg, wurde gehackt. Und ich erzähle euch gleich, wie das Ganze passiert ist, aber verrückt, oder? Wieso? Wieso passiert sowas? Im Prinzip hat gestern alles mehr oder weniger normal angefangen. Ich bin aufgewacht, habe mir Frühstück gemacht, habe im Prinzip irgendwann gesagt, hey, ich setze mich am PC, ich nehme mal wieder Phoenix auf. Ich hatte die Feiertage und Silvester und überhaupt generell so ab dem ungefähr 20. Dezember alles, was ihr an Minecraft-Content gesehen habt, vorproduziert, weil ich halt nach Hause gefahren bin zu meiner Mom und zu meinem Dad und ich habe meinen Bruder besucht und ich war zu Silvester bei Freunden und dann waren wir noch irgendwie Karaoke singen und bouldern. Ich war bei meinem Freund und wir haben eigentlich relativ viel gemacht, deswegen war ich halt nicht in meiner Wohnung und habe deswegen auch einfach nicht dran gedacht. Und ich hatte halt, wie gesagt, alles so vorproduziert und es war alles gut. Und dann habe ich mir gedacht, komm, nimmst du mal wieder Phoenix auf, ja? Und ich habe mich an meinen PC gesetzt, habe hochgefahren, halt, es war alles normal, ja? Und es war auch eine Sache von wegen, okay, ich hätte jetzt einfach Phoenix aufnehmen können, dann hätte ich ein Video gehabt, deswegen, das ist der Grund, warum es gestern leider kein Video gab, es tut mir herzlich leid. Aber ich habe versucht, ich weiß nicht, ich habe meine Kamera gesetupt, ich habe mein Mikrofon gesetupt und wollte eigentlich anfangen und dann habe ich die Fehlermeldung gekriegt. Ja, du kannst dich nicht mehr auf deinem Account anmelden. Gib das Passwort ein. Und da habe ich auch noch nicht wirklich gedacht, dass irgendwas falsch ist. Ich habe mein Passwort eingegeben, habe ungefähr 10 Variationen davon eingegeben, weil es passiert ja, wenn man irgendwie längere Zeit nicht da ist, dass man nicht mehr sicher ist, welches Passwort man hatte. Und das war ja, also der Account, den ich davor immer benutzt habe, war ja der von meinem Bruder. Das heißt, es war ja auch eigentlich kein Problem. Ich habe in unseren Chatverläufen geguckt, weil er mir damals ja das Passwort gesagt hatte. Und es war das gleiche Passwort. Also war ich dann schon mal ein bisschen skeptisch. Ich habe es am anderen PC probiert, weil manchmal ist es ja so, dass einfach nur ein PC rumspinnt. Ich habe geguckt, ob die Server normal laufen. Es war alles okay. Und dann habe ich meinem Bruder geschrieben und war so, hey, ich schicke dir einfach dieses Passwort-Resetting auf deine E-Mail-Adresse. Und ich weiß auch nicht, das war crazy. Mein Bruder hat erzählt, dass seine E-Mail-Adresse jetzt schon ein paar Mal von irgendjemandem gehackt wurde und dass er da jetzt nicht mehr draufkommt. Und dass die Person seinen Spotify-Account und jetzt mittlerweile halt auch seinen, beziehungsweise meinen Minecraft-Account einfach übernommen hat. Und jetzt kommt er halt nicht mehr dran. Und das Passwort, was ich eingegeben habe, war auch das Richtige. Aber das Passwort wurde geändert. Und er kann jetzt nicht mehr auf die E-Mail-Adresse zugreifen, weil das Passwort für die E-Mail-Adresse selbst auch geändert wurde. Und das war dann halt ein bisschen, naja, dumm. Weil ich dann ehrlich gesagt nicht ganz wusste, was ich machen soll. Ich habe dann auch es gibt ja so einen Support, den man schreiben kann für Fälle, wenn man nicht mehr in seine E-Mail kommt, aber die haben mir noch nicht geantwortet. Und ich weiß auch nicht, ob das noch was wird, weil das halt alles, es ist wirklich ein alter Account und ich weiß nicht, ob ich die ganzen Daten dafür noch habe. Und das ist jetzt halt ein bisschen kritisch. Ich meine, klar, notfalls besorge ich mir einen anderen Account, das ist es nicht. Daran liegt es jetzt nicht, aber ich kann dann ja nicht mehr den gleichen Namen nehmen und das stört mich halt so, weil ich eigentlich meinen normalen, richtig Ronja-Namen auf dem alten Account hatte und ihn gerne halt auch auf dem Account, auf dem ich aktuell bin, hätte. Und das Einzige, wo diese Person nicht durchkommt, ist, ratet mal, die Sicherheitsfragen, die man beantworten muss, um deinen Namen zu ändern. Das heißt, wer auch immer jetzt meinen Account übernommen hat, heißt richtig Ronja und kann den Namen nicht changen. Das heißt, dieser Account wird für immer richtig Ronja heißen. Und mein neuer Account wird halt niemals so heißen können. Deswegen versuche ich gerade mein Bestes, den Account irgendwie noch zurückzukriegen, weil das halt schon eine ziemlich blöde Situation ist. Vor allem, wer macht sowas? Also es gibt ja Sachen, da lohnt es sich vielleicht, das zu hacken. Aber E-Mail-Adressen und Minecraft-Accounts? Wirklich? Es gibt so viele Sachen da draußen, die sich vielleicht mehr lohnen. Ich meine, natürlich ist es nie was Gutes und das solltest du auch nie machen, aber es ist einfach, es wirkt so sinnfrei, zu sagen, hey, ich nehme jetzt irgendeine E-Mail-Adresse von irgendwem und schnapp mir den Minecraft-Account. Und damals war es, glaube ich, der Spotify-Account, den mein Bruder verloren hat, war auch, es war irgendein Free-Account, also der hat ja nicht mal dafür bezahlt.
Deswegen, ich weiß nicht, was wer auch immer das gemacht hat, davon hat. Es ist mir ein Rätsel, okay? Es ist mir wirklich ein Rätsel. Ist euch sowas schon mal passiert? Hattet ihr schon mal irgendwie Probleme damit, wieder in eure Accounts reinzukommen, weil jemand anderes da was gemacht hat? Ich finde das verrückt. Ich hatte einmal so eine Sache, da war ich noch jünger. Das ist der einzige Grund, warum ich kein Facebook habe, by the way. Weil ich damals das gleiche Problem hatte mit meinem alten Facebook-Account. Und dann war ich richtig, richtig paranoid, weil da halt irgendjemand anderes drauf war und ich da nicht mehr reingekommen bin. Und ich dann irgendwie da aber noch Zugriff auf meine E-Mail-Adresse hatte und dann meinen Facebook-Account löschen konnte. Ich glaube, damals war ich in der 9. Klasse und ich habe so gepanikt, als ich das mitgekriegt habe, weil ich halt zu dem Zeitpunkt kein Facebook mehr benutzt hatte. Und es war so seit einem halben Jahr. Deswegen war es halt relativ klar, dass wenn jemand neue Freundschaftsanfragen angenommen hat von Leuten, ich habe halt wirklich nur die Leute angenommen damals, die ich kannte, die ich persönlich kannte. Und wenn das irgendwelche random Leute waren, dann war es halt ziemlich klar, dass ich das nicht mehr war. Und vor allem, wenn ich seit einem halben Jahr inaktiv war und auf einmal irgendwas gepostet wird, ist es ja logisch, dass ich das nicht bin. Und das hat mich damals ziemlich gefreakt. Also ich weiß auch nicht, ich war super, super paranoid und Facebook ist ja nochmal eine andere Sache gewesen, weil da ein Haufen persönlicher Daten drin waren im Vergleich zu dem Minecraft-Account. Aber trotzdem, es ist eine dumme Sache. Also ich verstehe es auch nicht. Ich muss doch sagen, ich bin ein bisschen mad, weil wer tut sowas? Wieso würdest du das machen? Was ist falsch mit der Person, die sich gedacht hat, hey, heute ist der Tag gekommen, da schnappe ich mir einen Minecraft-Account. So, hä? Nein. Wieso? Das macht keinen Sinn. Naja. Jedenfalls ist das der traurige Grund, warum ich leider, leider kein Phoenix aufnehmen kann. Ich weiß auch nicht. Es ist super frustrierend. Ich will, wie gesagt, meinen alten Account wiederkriegen, damit ich da noch meine ganzen Sachen habe. Und naja, das halt eigentlich einfacher sein sollte in der Theorie. Und ich hoffe auch, das klappt. Aber naja, falls ihr irgendwo jemanden mit dem Namen richtig Ronja auf Servern rumrennen seht, dann wisst ihr Bescheid, das bin nicht ich. Das ist irgendein, keine Ahnung, Dude, der sich gedacht hat, ich bin Funny Guy und ich schnapp mir Minecraft. Ich bin mad, okay? Ich weiß, es lohnt sich nicht, sich über sowas aufzuregen. Und ich habe eigentlich, ich habe wirklich, ich habe den Tag nicht drüber dran gedacht. Ich bin aufgewacht und bevor ich das überhaupt gemacht habe, ich habe in meiner Wohnung ein bisschen was umgeräumt, weil wir so ein paar Kabel hängen hatten, die noch lose aus der Decke kamen. Beziehungsweise nicht aus der Decke, aber zum Beispiel an der Tür hatte ich einen LAN-Stecker, der halt nur in diese Steckdose da konnte. Und dann musste ich den halt um die Tür hoch rumleiten und damit es halt hübsch aussieht. Und dann habe ich das gemacht und war voll zufrieden mit dem Ergebnis. Und ich kann nicht im Bild einblenden. Aber es sah voll schön aus und ich war voll glücklich und war so, boah, ich hatte voll den produktiven Start in den Tag und dann war es auch noch früh am Morgen. Und dann habe ich gedacht, hey, hast du jetzt noch gute 4, 5 Stunden Zeit, kannst ein Video machen, kannst schneiden, alles entspannt, habe meinen Tee gemacht. Ihr wisst schon, was man halt so tut, wenn man morgens produktiv sein will. Und irgendwie ist seitdem mein Tag richtig gethrowoffed worden, weil ich einfach voll aus meinem Rhythmus raus war. Und es war super merkwürdig. Und auch das mit meinem Bruder, dass das irgendwie, dass die E-Mail-Adresse übernommen wurde. Nicht nur der Account, sondern auch noch die E-Mail-Adresse. Ist so ein Fortschritt, dass es einfach so wirkt, als wäre ich die unluckigste Person, die es so gibt. Ich meine, jetzt ist mir zweimal sowas passiert. Zweimal. Wie unlucky kann ein Mensch nur sein? Ich hoffe, dass wenn ich einen neuen Account habe oder meinen alten zurückkriege, dass es nicht nochmal passiert. Drückt mir die Daumen und ja, das ist mehr oder weniger die Geschichte. Ich hoffe, dass ich bis morgen alles geklärt kriege und dass ich jetzt heute noch mit den Leuten reden kann und den Account irgendwie kriege oder einen neuen besorge, damit ich wenigstens für morgen wieder normalen Content habe. Ansonsten überlege ich mir was anderes. Ist ja nicht so tragisch. Und ich wollte es nur kurz erklären für eure Verständnisprobleme. Und das war's dann auch schon. Ich hoffe, ihr könnt es mehr oder weniger nachvollziehen. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob euch sowas schon mal passiert ist oder ob ihr da irgendwie Erfahrungen mit habt. Vielleicht auch, wie man alte Accounts zurückkriegt, falls ihr da irgendwie mal in der Situation wart. Das wäre super, super hilfreich. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis morgen. Ciao.